Der versteckt den Boden. Ich bin im Anzug, ich freue mich ganz besonders. Ich fliege einmal über die Piste drüber, in einigen Sekunden bei euch. Und steigt dann hoch auf meine Höhe. Wie gesagt, hier bin ich und freue mich ganz besonders. Hannes Ack, ein Applaus für Hannes! Ich bin bereit, ihr könnt mich gerne einzählen und ich starte dann auf euer Kommando. Alles klar, Hannes hört uns. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, suben! Hannes, was machst du denn da? Ein Applaus für Hannes, er kann uns hören. Glaubst du, geht sowas auch ohne Motor? Gut, wenn ihr wollt, dann fliege ich auch ohne Motor. Zünd mich ein und ich versuche, was möglich ist. Jawohl. Schauen wir mal, ob er das zusammenbringt. Okay, wir schauen am Hannes. 5, 4, 3, 2, 1. Motor aus. Jetzt trudelt er. Oje. Kannst du den dann wieder einschalten? Ich schalte ein.
Jawohl, alles an! Danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und wir sehen uns gleich in Kürze zur Autogrammstunde. Einen Sonderapplaus für den Hannes, er kann euch sehen und hören, winkt ihm zu. Ja. Und jetzt landet er zu uns herein, der Red Bull Air Race Weltmeister Hannes Ach. Noch einmal, winkt ihm zu, gebt ihm einen Applaus für diese tolle Show. Johanna, falls ich deine Autogramme mir heute nicht verstehe. Und einmal noch verkehrt, jetzt sieht er euch besonders gut. Hannes Ach! Bei der Figur sollte man den Hebel dann nicht in die falsche Richtung ziehen. Einer geht noch für uns. Er verneigt sich vor dem Publikum. Und macht eine ganz konventionelle Landung, wie jeder normale Pilot landet. Wie immer. Da ist er. Herzlich willkommen in Suben. Herzlich willkommen in Suben, Hannes Ach. Danke vielmals und wir sehen uns gleich. Jetzt gibt's noch was Besonderes. Ich weiß, was er jetzt macht. Eine Verneigung noch einmal vor dem Publikum hier. Es geht nicht nur mit dem Motorrad, es geht auch mit dem Flugzeug, wenn man es kann. So, und jetzt der Applaus für Hannes Ach für diese unglaubliche Show. Gerd Schneibel von der Volksbank Schärding begrüßt den Hannes persönlich beim Aussteigen. Zugabe! Thank you.
So, meine Damen und Herren, da ist er. Hannes, hat dir auch so viel Spaß gemacht mit den Leuten hier? Einmal deinen Applaus. Wie war es für dich heute? Ja, insofern super, weil ganz genau ich nicht gewusst, was mich erwartet, ist die erste Airshow im Jahr. Dazwischen bin ich nicht so viel geflogen und dementsprechend habe ich selbst auch nicht gewusst, wie mit den Gestern umgehen, aber ich habe mich wirklich wohl gefühlt, weil wenn so viel Publikum da ist, dann fühlt man sich motiviert, dann sitzt man da drinnen und genießt das mindestens gleich, wie ihr das genossen habt. Wie geht es jetzt dann weiter eigentlich mit dem Red Bull Air Race? Haben mich schon einige Leute gefragt. Was ist da die nächste Station? Also die nächste Station ist in Japan, Mitte Mai, und dann geht es zurück zu den sogenannten Heimrennen Kroatien in Rovinj, das ist sehr nahe zu Österreich. Das nächste Rennen ist in Budapest. Dort, auf das Rennen freue ich mich schon speziell. Da sind wir in der Vergangenheit sehr viel geflogen, da fliegen wir unter der Kettenbrücke durch zum Start mitten in Budapest. Also es wird auch ganz aufregend. Ich erwarte auch hier viele österreichische Fans. Und dann geht es zurück zum sogenannten Heimrennen, auf das ich mich ganz besonders als Steirer freue schon. Das ist in Spielberg. Das letzte Rennen dann in Europa in Ascot und dann noch zwei in Amerika. Und dann schauen wir mal, wo ich liege. Aber kämpfen werde ich heuer. Das wissen wir. Das haben wir letztes Jahr in Spielberg gesehen, wie er kämpft. Wer von euch wird in Spielberg mit dabei sein? 1, 2, 3, 4, 5, 100. Ja, passt, 200, sehr gut. Da freuen wir uns schon sehr auf euren Besuch. Gerhard Steiber, herzlichen Dank auch nochmal für diese Airshow, die ja hier verlost wurde und die Ballsport Schwarzgruber gewonnen hat. Was sagst du zum Hannes noch so einer Show? Ich habe gesehen, du hast auch ein bisschen gezittert. Ja, ich habe vor allem wegen dem Wetter gezittert. Heute 7 Uhr früh, also es war für mich ein Chaos bis Mittag, aber ich habe gesagt, mit kurz gemeinsam, wir ziehen das durch und ich glaube, die Volksbank bürgt für Qualität und ich glaube, der Hannes Ach hat einen riesen Applaus von allen verdient. Das wäre mir ganz, ganz wichtig jetzt. Ja, danke. Und ja, also die Volksbank, die Bank mit dem Heimvorteil, bringt die besten Flieger nach Suben. Nicht nur nach Suben, auch in die ganze Welt. Wir haben jetzt ein kurzes Zeitfenster, Sie sehen, da zieht schon wieder zu. Und wir würden den Hannes jetzt bitten, euren Autogrammwünschen nachzukommen. Wir haben hier Autogrammkarten und wir werden die versuchen auch zu verteilen und so durchzugehen. Wir haben alles vorbereitet. Der Hannes wird die Runde machen. Ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten gibt uns der Wettergott noch Zeit für diese Aktion. In der Bank hast du für mich auch nicht auf Montag. Es geht nicht normal. Es geht nicht normal. Es geht nicht normal.